Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Leute, ich bin so froh, euch das wieder sagen zu dürfen. Und wer auch noch Paper Mario sieht, der hört das Ganze doppelt, denn da geht's ja auch endlich weiter. Ja, mein Grabber war, wie gesagt, kaputt, kann man nicht sagen. Die Treiber waren anscheinend kaputt. Bei mir hat ein Windows-Update gefailt. Und ja, anscheinend sind da die Treiber mit beschädigt worden. Ja, ich bin hier gerade hinter der Eldenbrücke, denn hier können wir mit unserem neuen Spielzeug, den Kreisel, den wir in der Wüstenburg, wo wir zuletzt waren, bekommen haben, noch ein neues Gebiet erreichen. Wir können mehr Zeug sammeln. Oder so. So ist hier nichts. Hallo? Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Ja. Um das Ganze mal wieder ins Gedächtnis zu rufen, wir hatten die Wüstenburg abgeschlossen. Ja, da kann man sich reinbuddeln. So war das. Ja, denn... nicht denn. Doch, denn wir hatten ja in der Wüstenburg den Schattenspiegel gesucht. Leider mussten wir feststellen, dass der Schattenspiegel zerstört wurde. Zerbrochen wurde in vier Spiegelscherben, die nun über Hyrule verteilt sind. Hinter dem Ganzen steckt niemand anderes, tja, als die Weisen, die das zum Schutz getan haben. Glaube ich zumindest. Ich erzähle, glaube ich, gerade Schwachsinn. Also nicht wundern. Was wir auf jeden Fall erfahren haben, ist, wo Santo seine Kraft her hat. Denn die Quelle von Santos Mächten ist keine geringere als der böse, böse Ganondorf. So eingedeutscht hat sich das seltsamer. Doch bevor wir irgendwas in dieser Richtung unternehmen können, ihn oder Santo zu stoppen, müssen wir den Spiegel wiederherstellen. Dieses Herzteil dient allerdings der Lebensversicherung. So. Ohne große Rockenwinkel gehen wir jetzt noch an eine weitere Stelle, wo wir jetzt mit dem Kreisel arbeiten können. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, hier so ein Slide. Naja, lass mich jetzt. Den Kreisel gibt es übrigens auch in Hyrule Warriors. Habt ihr den da schon gesehen? Das ist richtig lustig. Ja, so ein bisschen Hyrule Warriors spiele ich ab und zu auch mal noch. Leider kann ich ja das von der Wii U nicht grabben. Als LP-Projekt würde ich es wahrscheinlich nicht machen, aber hin und wieder mal so ein bisschen streamen, so ein bisschen, glaube ich, würde ich machen. Wobei ich Hyrule Warriors eher nicht alleine spiele, sondern nur zusammen. Kommt ja noch die 3DS-Version raus, ja, wo wieder alles her und her geschenkt wird, ne, aber finde ich exakt scheiße, dass das jetzt noch für 3DS kommt, weil es mal ein exklusiver Wii U-Titel war. Keine Ahnung, aber ich glaube, das sind ja die 3D, also die Wii U DLC-Teile sind ja, glaube ich, auf dem 3DS mit dabei und das Ganze kostet weniger als das gesamte Spiel von der Wii U mit DLCs. Und die kriegen dann noch neue Charaktere. Finde ich super. Klasse. Frag mich nicht, was ich Nintendo dabei gedacht hat. Aber. Naja. Kann man nur hoffen, dass sie mit ihrer nächsten Konsole. Nicht mehr so einen Griff ins Klo lassen. Naja. Egal. Wir sind hier bei Twilight Princess und ich überlege gerade, warum ich Epona nicht habe. Nur eine Pflanze, weil ich bewege mich so nämlich echt langsam. Warum? Könnte natürlich auch zum Wolf werden. Wolf sprint und so. Wir müssen nämlich rüber auf die andere Seite. Ja, Wölfchen, ja.
frage mich. Ja. Also, holen wir das mit dem Warnblas. Nee. Jetzt habe ich den. Oh Gott, ich habe den Zusammenhang völlig verloren. Ja, was ich sagen wollte, ich frage mich, wie Anführungszeichen bequem das für Mittner ist, dass er da so breitbeinig auf dem Wolf sitzt. Also ich meine, sie ist eine Frau, also keine Ahnung, wie das bei euch Frau ist, wenn ihr rein, also auf Pferden jetzt keine anderen Dinge. Aber, ne? Schon ein bisschen random war das gerade schon. So, da waren wir nämlich noch nicht. So. Und da wartet uns nämlich schon die nächste Gleiter. Spur. Und das war zu früh. Ah, ja. Das war die falsche Richtung. Auf ein neues. Aber hier muss ich noch nicht von selbst springen. Nein! Oh. So eine Scheiße. Dämlicher Gleiter. Und nochmal. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Aber nicht hier. Mann. Ich hasse es. Nina hatte mal gesagt, ich bin beim Kommentieren von Zelda immer so ernst. Ne? Ich versuche es ja manchmal ein bisschen. Ich versuche es echt rauszukriegen, aber ich krieg's gerade nicht raus. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, das Blöde ist halt im Vergleich zu. Mann! Oh. Im Vergleich zu Paper Mario ist dieses Spiel halt nicht so witzig. Also Paper Mario hat das nicht Witz. Ne? Das halt nicht. Also wenn man dieses Kreiseln hier sieht. Wow. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wenn man das Kreiseln hier natürlich als Witz auffasst, ne? Das ist ja manchmal auch ein schlechter Witz hier. Aber das Item ist ziemlich cool, muss ich sagen. Jetzt wird es auch noch Nacht, jetzt sehe ich die Schienen noch besser. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, Leute. Echt. Und ich erwäge das gleich. Sogar. Aufs Spiel weiter zu versuchen. Da sind zu viel Zeit verloren. Warum? Ich hab doch... Oh, komm schon! Mann, das gibt's doch einfach nicht. Ich hasse das. Dämliches Gekreisel hier. Jo, jetzt mache ich das schon falsch. Na bitte, warum nicht gleich so? Alles für so ein fucking Herzteil, Mann.
So, dann gehen wir jetzt als erstes nochmal nach Kakariko darüber. Und geben unser Geld ab. Sprich, wir spenden mehr, ne? Hab ich das überhaupt schon gezeigt? Weiß gar nicht. Wir können nämlich noch ein zweites Mal spenden. Ah, da steht übrigens die Krone, gut zu wissen. Ach, verdammt. Ach ja, sehr schön. Gut, es ist gerade Nacht, da kann ich nichts machen. Aber ich kann noch ein... Ich kann noch ein weiteres Herz holen, glaube ich. Ja, glaub, es gibt noch ein weiteres Herzteil, was wir noch nicht haben. Da würde ich sagen, holen wir doch einfach das. Dazu rollen wir uns stilvoll zum Feuerberg. Da dürfte auch die Zeit wieder laufen und dann, Hi. Jo, ich will. Dankeschön. Autsch. Ach, hier ist sogar eine Geisterseele, guck mal an. Natürlich nehme ich die mit, die lasse ich jetzt nicht liegen. Ich muss mal gucken, welche das ist. Oh wow, ich bin runtergesprungen, ne? Oh, geil. Ich war gerade richtig schlau von mir. Ah, er kommt her. Da ist eine Seele, das war. Die Karte, da habe ich sie. Ah ja, wunderbar. Es war die Nummer 26. Gut. So. Wie viele Geisterseelen habe ich jetzt eigentlich? 19. Noch eine und wir können uns eine Belohnung abholen. So, jetzt gab es hier... Genau. Da ist es auch schon. Das Herzteil. Perfekt. Okay, jetzt gucke ich gerade, was mir sonst noch so fehlt. Das kann ich nicht holen. Da kommen wir noch hin. Gut. Hätten wir. Sehr schön. Dann haben wir jetzt trotzdem das Problem, dass... Warum ist das denn? Das ist ein Greifhaken. Das war hier nochmal. Schleim habe ich nicht. Nee, habe ich nicht. Der Glitzer. Glitzerschleim.
Einfach eine Stelle, wo es so Glitzerschlangen gibt. Keine Ahnung, was der macht. Wollte so nichts wegwerfen dafür, dass ich es aus. Ja gut, ich hätte das Öl in die Lampe füllen können, weil die eh fast leer ist. Naja, egal. Das Problem ist, dass es gerade nicht Tag ist. Na, dann werde ich jetzt einfach mal gucken, dass es Tag wird und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Es ist Tag und wir können wieder hier rein. Der große Gott, der Stützung, wo die Brücke vollständig repariert, die Lieferweg gesichert. Weiterhin konnten die Force für die Sedierung der Explosion nach Heilstadt gegründet werden. Aber an dem für Expansion nach Heilstadt notwendigen Betrag fehlen noch zwei der Turbine. Ja. Die kann ich dir direkt geben hier, Kollege. Fantastisch, wir haben unser Ziel erreicht. Ja, meine Legende erschaffen. Du solltest nach Heilstadt gehen und es mit eigenen Augen sehen. Vielen Dank für deine Hilfe. Ja, machen wir. Der Maromat. Der Maromarkt, der expandiert jetzt nach Hyrule. Und da müssen wir sowieso hin. Ja. Als würden die Kinder das nicht cool finden, wenn Link zum Wolf werden könnte. Nein. Auf nach Heimelstadt. Wieder der Postbote. Will er denn? Maromat. Der Maromarkt. Sag ich mal Maromat. Egal. Der Maromarkt. Hat mir Post geschickt. Oh, ich habe noch einen ungeöffneten Brief von Burns. Läuft es immer so mit den Abenteuern? Kommen meine Bomben auch regelmäßig zum Einsatz? Ich habe ein paar fantastische neue Bomben im Angebot. Komm doch mal wieder in meinem Laden vorbei. Ah ja, okay. Das sind die dritten Bomben und... Endlich! Mama Klein... Der Kleinpreisheld kommt auch nach Heilstadt. Bei uns erhalten Sie alle Arten von Items für Abenteuerfreizeit unglaublich günstig. Einmaliges Eröffnungsangebot. Die Magierüstung. Nur ein Exemplar pro Kunde. Helden handeln schnell und sichern sich einmalige Angebote. Magierüstung? Jetzt bin ich aber neugierig. Gesicht ist kaum zu übersehen. Jetzt bin ich auch neugierig hier mit dem Markt. Hier, vor allem mit der Rüstung. Zeig ich mal hier. Was zur Hölle? Kauf es, kauf es! Was zur Hölle? Kauf's dir, wenn du was willst, dann kauf's dir. Herzlich willkommen im Maromarkt Heilstadt. Zahlreiche Sonderangebote zur Neueröffnung. 20-30% Rabatt auf alles. Hauptsache schön billig. Maromarkt, der Kleinpreisheld. Der Freund des einfachen Volkes. Kauf was, wählt aus mit Joystick und kauf was. Pfeile, aha. 10 Pfeile für 5 Rubine, wow. Das ist die Magierüstung. 598 Rubine habe ich leider nicht genug Geld für. Verfügt über mysteriöse magische Kräfte. Mit dieser Rüstung gehst du durch sicher durch jedes Abenteuer. Kann ich mir leider nicht leisten.
Ja, was sich für ein Geheimnis hinter dieser Magierüstung verbirgt? Tja, dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, bis ich genug Rubine habe. Aber das sollte nicht allzu lange dauern. Spätestens, wenn wir die letzten Insektchen, das letzte Insekt, habe ich eigentlich alle abgegeben, die ich habe? Das war falsch. Nee, ich habe mal... Perfekt, ich kann auch welche abgeben. Autsch. Wird aber auch nichts bringen, nicht? Es sind nur noch zwei, oder? Da hätte ich auch nicht genug. Wenn ich die zwei abgebe, dann käme ich 150, das reicht aber nicht. Aber es wäre nochmal ein Schritt dahin. Wir geben sie ab. Da fehlt nur noch ein Insekt, was ich erst später holen kann. Ja, ich habe noch Insekten für dich, Agneta. Aber du, Einfallfliege, bist es wirklich? Ja, die Einfallfliege, ich würde mir nie erlauben, so zu fragen, ob sie morgen wiederkommen kann. Wow. Ja, es fehlen nur noch zwei. Eines habe ich noch. Das letzte ist an einem Ort, an einem fernen Ort, den ich jetzt noch nicht erreichen kann. Habe ich doch gern gemacht, Süße. Ich bringe dir das letzte Insekt noch, sobald ich es habe. Die Belohnung wird eine ganz besondere sein. Ja. Ich glaube, wir sind mittlerweile am Ende angekommen. So wie ich die Zeit im Blick habe. Und wir haben mal wieder so viel erreicht. Das ist unglaublich. Ich war so unglaublich begeistert und auch humorvoll wie immer in Zelda. Tut mir leid. Ich versuche das die nächsten Tage noch ein bisschen besser zu machen. In den nächsten Parts. Und dann werden wir zu Thelma gehen und schauen, wo wir eine Spiegelscherbe finden können. Damit wir da auch noch glücklich werden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Onion. Ciao, ciao. Und auf Wiedersehen.